Okay, kommen wir nun zum sogenannten Chirp Scratch. Wie ihr vielleicht gerade schon raushören konntet, erinnert dieser Scratch vom Soundtechnischen her an ein sogenanntes Vogelgezwitscher. Diesen Scratch hat DJ Jazzy Jeff erstmalig angewendet und auch erfunden. Ich mache diesen Scratch im Normal Mode, nicht im Hamster Mode. Und ich zeige es euch jetzt mal ganz in Slow-Mo. Angefangen wird mit offenem Fader. Ihr zieht ganz normal wie beim Baby Scratch die Platte nach vorne. Und die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung wird dort das Klicken und Schließen des Faders ausgeblendet. Okay, kurze Anmerkung noch, ihr schließt den Crossfader eigentlich schon ganz, ganz kurz vor dem Wechsel zwischen vor und zurück. Und das ergibt dann diesen Effekt, das Vogelgezwitscher. Okay, probieren wir es auf dem Beat. Dran denken, Fader ist geöffnet. Und nun setzen wir ein. Schneller. Und jetzt. Und jetzt. Okay, und probieren wir es nochmal ein bisschen schneller. Und noch einen Tick schneller. Das war der Chirp Scratch. Viel Spaß beim Üben. Macht was draus und ihr werdet belohnt. Fleißig üben. Auflegen mit Erfolg. Ihr bekommt Erfolg. Ciao.